So, jetzt kann man hier ganz deutlich sehen, dass die linke kleine Muschel, die hat quasi ihre, ich sage jetzt mal, Zunge rechts raus. Es ist leider vorhin schon passiert, bevor ich es jetzt endlich geschafft habe, meine Kameramöglichkeit so zu trapieren, dass man eben auch ein bisschen was beobachten kann. Und es scheint scheinbar jetzt der Moment zu sein. Also die rechte, die chillt und schaut, was im Wasser alles rumfliegt. Und die linke, die macht sich vom Acker. Die gräbt sich jetzt quasi ein. Und das machen die, indem die quasi wie einen Anker rausschmeißen. Irgendwie so ein, ja, so eine Zungenhand. Und damit schafft sie, sich so weit rumzuschütteln mit dem Körper und mit dem ganzen Muschelhäuschen, dass sie quasi immer weiter in den Sand sich zurückziehen kann, damit sie weiß, sie ist geschützt und kann nicht gefressen werden. Genau. Ja, und die andere, die, ja, die chillt. Dann schauen wir mal, wie lange das braucht, bis die Kleine eingegraben ist. Wahrscheinlich hat sie jetzt schon keinen Bock mehr. Oder es reicht ihr. Das kann natürlich auch sein, gell? Oder sie muss verschnaufen. Je nachdem. Genau. Tja, es ist einfach unfassbar, diese kleinen, wirbellosen Weichtiere, die ja zu den Mollusken zählen, sind einfach, ich sage jetzt einmal, scheinbar irgendwie immer so uninteressant gewesen. Für mich in meinem Leben ist es mittlerweile ein ganz interessantes Hobby, eben genau diese faszinierenden Lebewesen zu beobachten, wie sie ihr Leben leben, wie sie ihr Skelett außen tragen und dann sieht es auch noch so hübsch aus. Ja, und ja, was sie ausmacht. Wie mag es sich wohl anfühlen, eine Muschel zu sein? Also, ja. Also hätte ich die Wahl, würde ich mir natürlich wünschen, dass ich das brillanteste Haus habe in allen Farben. Dies hier ist ja diese kleine, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist die, die es überall gibt. Muschel. Genau, die gibt es auch in freien Gewässern, also quasi Donau oder weiß ich nicht, Inn, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, so viel. Aber wie gesagt, ist eben auch eine heimische Muschelart. Ja. Ich habe selber jetzt irgendwie erst dazugelernt, oder logischerweise lerne ich immer noch, dass diese, ich dachte immer am Anfang, die kleinen gelben sind quasi die Jungen und die großen dunklen sind dann die Alten. Aber ich konnte jetzt mittlerweile auch schon so goldenere Häuschen oder halt Schnecken, also hier Muscheln finden, die schon sehr groß waren, aber trotzdem noch so gelb-golden. Und dann konnte ich auch teilweise Muscheln finden, die waren klein und schon ziemlich dunkel. Also von dem her gesehen, ja, das muss ich noch weiter erforschen. Aber wie man so schön sehen kann, Stück für Stück gräbt sie sich ein. Mal schauen, ob sie ganz weggeht. Das wäre natürlich witzig, dass man das so schön hat sehen können. Jawohl, jetzt dann nochmal. Richtige Klimmzüge muss sie machen, weil die zieht sich ja quasi, eigentlich kann man sagen, ja, mit ihrer Oberarmzunge zieht sie sich runter auf den Grund oder halt so weit, wie sie es möchte. Sie, er, es sind ja eh Zwitter. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch bei den Muscheln der Fall ist. Gut, es gibt auch durchaus Mollusken, auch sogar Schnecken, wo es weibliche und männliche Vertreter gibt. Genau. Wie zum Beispiel die Sumpfdeckelschnecke. Ja, die kann ich euch dann zeigen, wenn die Muschel sich jetzt vergraben hat. Mal schauen, ob sie es schafft. Auf jeden Fall ist es einfach total witzig, diese Tiere in dieser hübschen Verpackung. So weiche, zerbrechliche, wehrlose Wesen. Und ja, sie haben auch ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Und die Kleine fühlt sich einfach nur jetzt sicher, wenn sie sich eingräbt. Mal schauen, ob es die Große auch macht, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt auch noch funktioniert auf dem Film. Jawohl, immer mehr. Also nur, dass ihr euch nicht wundert,
die Weinbergschneckenhäuschen hinten, also das sind ziemlich große Exemplare, die ich beim Hundegassi gefunden habe. Also nicht, dass ihr meint, ich halte Weinbergschnecken im Aquarium. Nein, das ist nicht der Fall. Ja, mal schauen. Aber die andere scheint auch schon so, als würde sie sich ein bisschen zurückziehen wollen. Doch, das Zünglein wird kleiner. Irgendwas scheint sie zu spüren. Oder auch nicht, und die Zunge wird wieder größer, je nachdem. Ich sage jetzt mal, die Filter-Schleck-Plattform, die quasi aus dem Muschelbehälter rauskommt, genau. Und was natürlich gänzlich zum Muschelkörper dazugehört, also zu dem Körper der Muschel. Ich habe auch schon Tote gefunden, auch gerade wenn ich durch die Donau warte mit meinen Hunden, bin ich dann auch so neugierig und nehme mir Tote. Natürlich prüfe ich zu 100.000 Mal, dass die auch wirklich tot ist, aber manchmal braucht man nur dran riechen und dann weiß man es schon. Beziehungsweise wenn die ihre Muschel halt so, also wenn die sich halt einfach nicht mehr rühren und nicht mehr zusammenziehen und so weiter. Genau, dann kann man also davon ausgehen, entweder sind sie dann schwer krank oder ja, oder schon tot. Genau, und ja, und solche, wenn ich entdecke, die also so halb offen sind und sich nicht mehr rühren und ja, die schaue ich mir dann auch näher an. Das ist schon einfach so abstrakt, weil diese Muschel hat ja im Grunde genommen, wenn man sie aufmacht, hat ja quasi das Innenleben, also das Weichtier, hat ja quasi Möglichkeiten und kann mit Kraftanstrengung und ihr den gegebenen Körpermöglichkeiten ihre Muschel ja schließen, genau. Und es scheint dann eben nicht mehr stattfinden zu können, wenn die Muscheln halt kurz vorm Sterben sind oder was auch immer. Genau, wie sagt man so schön, für Leute, die Muscheln essen, ich kann es nicht essen, aber es ist wurscht. Aber nicht, weil ich sie mag, sondern tatsächlich, weil es mich einfach ekelt. Und ja, und solche Muschelkörper habe ich mir auch angeschaut und habe sie so versucht, ein bisschen so auseinander zu friemeln, dass ich da ein bisschen hinschauen kann. Es ist einfach unglaublich, weil man sieht nichts. Es ist einfach so ein Barz, einfach so eine Masse, ja, so glibbrig und ja, und rührt sich nicht. Und ja, aber ich muss wahrscheinlich doch mein Mikroskop jetzt endlich mal aufbauen und dann werde ich natürlich unter dem Mikroskop meine Neugier stillen und werde so tote Muscheln einfrieren und werde die dann zur gegebenen Zeit herauskramen aus der Gefriertruhe und werde mein dann hoffentlich mittlerweile aktiv gewordenes Mikroskop endlich mal benutzen, um Dinge ganz aus der Nähe anschauen zu können, die man halt sonst einfach nicht sieht oder die auch ich früher nicht wahrgenommen habe. Also das ist erst seit ein paar Jahren, dass ich eigentlich so molluskisch geworden bin. Ja, so kann man sagen. Ja, wie es scheint, hat sich das Babymischlein einfach jetzt schon, das reicht ihm wohl. Jetzt fühlt es sich wohl. Wahrscheinlich auch die Angst, dass sie weggeströmt wird vor etwaiger Strömung, die natürlich jetzt in meinem Aquarium nicht erwähnenswert ist. Hier im Aquarium ist es hauptsächlich einfach, dass halt einfach das Wasser sich bewegt und Sauerstoff zusätzlich reinkommt und halt eine kleine minimale Strömung eben auch den Muscheln dann ermöglicht, natürlich Nahrung aus dem Wasser zu filtern, weil ich meine, wenn natürlich keine Nahrungspartikel zu ihnen hingelangen, dann nützt es auch nichts, wenn sie ihre Zunge rausklappen. Genau, ja, Leute, das war es auch schon wieder von Friedas Märchenstunde. Genau. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden und ich sehe hier gerade großes Familientreffen meiner Sumpfdeckelschnecke. Da werde ich gleich auch gleich nochmal einen Film machen. Also macht's es gut und goodbye.